Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Heute werfen wir einen ersten Blick auf das releaste Gameplay-Material von Assetto Corsa Competizione. Denn, die guten Leute von Kunos sind auf der E3 und präsentieren dort das Spiel. Und dann wird man genau dieses hier zocken können, nämlich ein Fahrzeug auf einer Strecke. Eine Art Hot Lap Competition für die E3. Und das ist der Nissan GT-R Nismo auf Monza am Tage. Und wir sehen hier schon schön die neue Unreal Engine, die wirklich glänzt mit diesen schönen Effekten. Wir sehen die Positionsanzeige im Lenkrad. Wir sehen Leute, die rumstehen und animiert sind. Und das ganze Team soll repräsentiert werden. Wir haben hier schön die offene Fahrertür. Der Fahrer ist gerade eingestiegen und ist jetzt bereit, hier loszulegen, offensichtlich. Und da geht's auch schon los. Wir sehen den Nissan auf der Geraden, können uns das erste Mal das Cockpit so ein bisschen angucken. Wir sehen ein dynamisches, so ein Fangnetz links und rechts, was schon mal sehr, sehr geil aussieht und wackelt. Wir sehen eine schöne Grafik meiner Meinung nach. Also die wird echt schön, die hat auch schöne Effekte, die Bewegungsunschärfe sieht gut aus. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn dieses Gameplay ist auch nicht die höchste Qualität. Das habe ich schon gesehen, man sieht viele Artefakte, Bitrate ist nicht die geilste und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ne, immer ein bisschen Vorsicht genießen und oben rechts steht es ja auch noch Pre-Alpha, ne? Also schöne Ballfach halten, lieber genießen, was man sieht und nicht direkt alles, klein und kaputt reden, was noch nicht fertig gemacht ist. Ich kann ja auch mal kurz einen Hintergrund zu dieser E3-Demo sagen. Das ist nämlich eigentlich mehr ein Showcase, zumindest hat so ein Mitarbeiter im Forum geschrieben, für die Grafik. Und das werden wir auch gleich noch im nächsten Video sehen. Wir gucken uns dann gleich noch Tag und Nacht und Regen an. Und da werden wir auch sehen, dass es da noch ein paar Sachen gibt, die auf jeden Fall noch nicht hundertprozentig passen. Aber das ist klar. Worauf wir noch eingehen können, ist mal das User Interface. Oder sollen wir erstmal Sound? Ich habe den Sound, ich höre den jetzt gerade zum ersten Mal mit Kopfhörern. Ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Okay, wir merken auf jeden Fall jetzt, der unterscheidet sich noch nicht in den verschiedenen Perspektiven. Das heißt, Sound im Cockpit und in der Außenkamera sind bisher gleich. Noch in der Helmkamera war es gleich. Aber auch das ist alles noch Work in Progress. Und ich glaube auch, wenn ihr so unterm Auto mal guckt, da ist so ein komischer Schatten, der wegen der Bewegungsunschärfe so komisch mitflickert und flackert. Auch sowas werden wir dann, ich hoffe doch zukünftig, nicht sehen. Wir können mal ein bisschen aufs User Interface eingehen, denn das ist vom Design her nämlich genau das gleiche, auch das, was wir am Anfang gesehen haben. Genau, das, was hier jetzt nochmal eingeblendet wird, ist genau das gleiche wie in der echten Blancpain GT Series. Also da konnten sie auch die Grafikarbeiten übernehmen. Jetzt haben wir hier nochmal Monza Regen mit dem Nissan. Keine Sorge, wir werden gleich noch mehr Autos sehen. Ich werde auch mal alle Gameplays in der Videobeschreibung verlinken, da könnt ihr euch die nochmal in Ruhe reinziehen und auch den Sound mal genießen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, guckt doch mal die Reflektion, die Straße, die Asphalttextur, trotz eben nicht ganz geiler YouTube-Qualität und wie das Ganze aussieht, das ist schon sehr, 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 sehr lecker. Ich habe mir das, wo das rausgekommen ist, diese drei Gameplays, die wir uns hier reinziehen, habe ich mir das mit Ray zusammen angeguckt und er meinte auch, das ist optisch schon echt eine Wucht. Und da kommen wir direkt zum Kritikpunkt, und zwar Wassereffekt, Regeneffekt auf der Scheibe. Das sieht sehr, sehr seltsam aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der wirkt sehr verwaschen und ist, glaube ich, noch nicht ganz auf der Höhe. Und außerdem sollte der Scheibenwischer etwas mehr Schlieren hinterlassen und etwas mehr Detail und vielleicht auch Wasser richtig wegspritzen und spratzen und so. Aber auch, wie gesagt, das wird sehr, sehr, sehr vermutlich noch geändert, noch gefixt, noch verbessert, da wird noch dran geschraubt. Es ist eben nur eine Pre-Alpha. Und die wollen eigentlich die Grafik damit zeigen und die sind jetzt gerade dabei und haben gerade damit angefangen, die Fahrphysik für den Regen zu entwickeln und auch das grafische Aussehen des Regens etwas zu verbessern. Sprich, hier zum Beispiel die trockene Ideallinie, die sehen wir ja schon schön, wie das aussieht. Sowas wird, denke ich mal, alles angepasst und gemacht. Und also ich bin optisch sehr, sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es sieht jetzt in der Pre-Alpha, das werden wir auch gleich nochmal in anderen Gameplay-Videos sehen, hübscher aus als Project Cars 2. Und da hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das mit so einem Abstand möglich ist, meiner Meinung nach. Weil Project Cars 2 ist schon sehr, 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 sehr hübsch. Kann auch manchmal ein bisschen hässlich sein, wenn man auf die Details guckt. Aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr hübsches Spiel. Und ich glaube, ACC könnte dem nochmal eine Krone aufsetzen. Also wenn wir da einen schönen Fotomodus kriegen, bin ich da, glaube ich, guter Dinge, dass da richtig, richtig hübsche Sachen zu sehen und zu machen sein werden. Wir sehen hier gerade auch hinterm Lenkrad, seht ihr das animierte Kabel, das ähnlich wie das Fangnetz zu den G-Kräften sich bewegt. Außerdem haben wir auch schon gesehen, animierte Füße,
Und was auch noch interessant ist, wir haben hier im Display ein Qualifying-Schriftzug. Ne, Multic-Display, seht ihr das? Also, vielleicht gibt es die Fahrzeuge dann für die Fahrzeuge verschiedene Presets, die man auswählen kann. Oder vielleicht ist es eine Setup-Einstellung oder das Spiel oder das Auto erkennt einfach, aha, wir sind in der Quali, weil die Entwickler eben das gesagt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das schon mal alles sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Und, ja, Regen in der Seto Corsa. Gleich kommt noch ein Rennen in Spa, was wir uns angucken werden. Da gibt es noch einen Tag-Nacht-Rhythmus und da gibt es noch mal Regen in Spa. Ich glaube, Spa kommt jetzt. Jawohl, da ist der Regen in Spa-Francorchamps und auch hier sehen wir, oder beziehungsweise sehen wir hier das erste Mal ein KI-Rennen und haben viele verschiedene Fahrzeuge auf dem Grid. Wir sehen Audi, wir sehen Lambo, wir sehen Mercedes und Porsche und leider noch keinen von den neuen Fahrzeugen. Das sieht halt eher so aus, dass man hier das Assetto Corsa-Portfolio genommen hat an Fahrzeugen, um das eben hier zu implementieren fürs Spiel. Und ich hätte ehrlich gesagt noch nicht gedacht, dass wir verschiedene Strecken sehen. Spa und Monza, wir haben natürlich schon Screenshots von den Strecken gesehen und von Brands Hatch auch, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir die beide jetzt zu E3 schon hier zu Gesicht bekommen. Und das ist schon ziemlich geil. Und ich würde mal sagen, ihr müsst endlich mal A drücken, damit das hier weitergeht. Nein, ich gucke mir das sehr, sehr gerne an gerade, weil das sieht echt, echt schnieke aus. Diese Reflexionen aus dem Asphalt, auf dem Asphalt sind ja eh, wenn die einigermaßen schön gemacht sind, ein Garant für Wow-Effekt. Aber auch so der Rasen und die Curb-Texturen und wie das alles so aussieht. Ich habe aber auch schon mit Ray, waren wir uns einig, es wirkt noch ein bisschen steril alles. Die Streckenumgebung wirkt noch ein bisschen steril. Und das ist ja auch so ein bisschen das Assetto Corsa-Problem in Anführungszeichen gewesen, dass die Strecken eben sehr leblos wirkten, weil da eben nichts passiert. Wir haben aber hier schon schwenkende Flaggen und so, da haben wir schon gesehen. Also ich glaube, potenziell könnte da ein bisschen mehr passieren. So, wir haben einen rollenden Start. Die KI fährt hier offensichtlich ein Ferrari 488 GT3 mit virtuellem Rückspiegel, mit Bildschirmrückspiegel, der auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Und das Ganze im Regen. Wir sehen etwas Spray von den vorderen Fahrzeugen. Und, ja, wir sehen hier gleich den Start vom Sparrennen. Ich weiß nicht, ist das 24-Stunden-Rennen? Kann man das irgendwo schon sehen? Ich glaube, das sehen wir im nächsten Video erst. So, und da geht's dann auch los. Wir sehen oben links übrigens 12 Uhr Time of Day. Finde ich eine ganz interessante Anzeige, auch wenn ein bisschen unnötig. Aber da kannst du immer schön auf die Uhr gucken, wie spät ist es denn eigentlich im Spiel. So, dann sehen wir hier typische KI-Probleme. Erste Runde, Eau Rouge. Da will die nicht gerne durch. Bremst sie auf unter 100 km/h teilweise ab. Zumindest im Regen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Haben wir jetzt gerade gesehen. Das heißt, hier dürfte auf jeden Fall noch die alte Assetto Corsa KI am Werke sein. Und das Schöne ist, dass der Entwickler schon bestätigt hat, dass die mit der KI was anderes vorhaben diesmal. Denn Assetto Corsa Competizione. Für alle, die es nicht wissen, wird das nächste Spiel von Kuno Simulation. Die Leute, die Assetto Corsa entwickelt haben. Die haben sich dafür entschieden, Assetto Corsa nicht weiterzuentwickeln, um die Engine nicht zu nehmen und aufzubauen, sondern sich für eine neue Engine entschieden, nämlich die Unreal 4 Engine. Und um das zu realisieren, müssen die alles wegschmeißen, was Assetto Corsa war, außer die Fahrphysik. Die können sie behalten und von da an neu aufbauen. Das heißt, neues Online-System, das ganze User-Interface neu und dann auch noch mit dem Design von der Blumper und so weiter und so fort. Ja, und das hat den Vorteil, oder den Nachteil, dass alles neu gemacht werden muss, hat aber auch den Vorteil, dass sie jetzt an viele Sachen nochmal detailreicher dran gehen. Zum Beispiel haben die jetzt 15 Fahrzeuge und ich glaube 12 Strecken oder so sind. Insgesamt werden 2018 in der Blancpain-Serie gefahren. Und mehr wird im Spiel auch nicht auftauchen. Das gibt den Entwicklern den Vorteil, die Fahrphysik zu verfeinern, weil die jetzt nicht mehr wie in Assetto Corsa 1 170 Fahrzeuge aktualisieren müssen, nur weil sie mal einen Parameter vom Reifen ändern. Sondern hier können sie auch 15 Fahrzeugen, die mit ähnlichem Spec, mit ähnlicher Performance ausgestattet sind, können sie solche Fahrphysikänderungen testen, können Reifenmodell anpassen, werden die Aerodynamik, habe ich auch schon gelesen, anpassen und so weiter und so fort. Und da wirklich nochmal Finesse aus dem Reifenmodell, aus dem Fahrphysikmodell rausholen. Und das ist mega geil. So, hier nochmal animierter Fuß. Wir sehen es nochmal. Helmkamera, die übrigens sehr tief runter guckt, was auch ein bisschen komisch ist. Ray meinte gestern, oh, ich habe einen Penny verloren. So ungefähr sieht es die ganze Zeit aus. Na, auf jeden Fall, worauf wollte ich hinaus? Genau, KI. Die Jungs haben vor, weil es eben nur 10 Strecken sind, die KI künstlich lernen zu lassen, wie die auf dieser Strecke fährt. Das ging bei Assetto Corsa, bei Assetto Corsa 1 nicht. Das wollte der Stefano, der Entwickler, schon, hatte das schon vorgehabt, aber kannst du nicht bringen. Du musst da manuelle KI-Linien hinzufügen, gerade auch mit der ganzen Modding-Support-Geschichte und so weiter und so fort. Hier hast du wirklich nur die 10, 12 Strecken, ich weiß nicht genau, wie es sind, und kannst wirklich, keine Ahnung, lässt du die KI mal einen Tag fahren und lässt du die lernen und
dann wird sie sich hier besser zurechtfinden. Und ich glaube, das sehen wir hier gerade noch nicht. Also das sieht eher nach der Standard-Assetto-Corsa-KI aus. Aber das kann eine richtig geile Nummer werden, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn die mit ihrer Philosophie weitermachen wie bei Assetto Corsa, dass die KI mit der gleichen Fahrphysik wie der Spieler unterwegs ist, dann kann das meiner Meinung nach echt gut werden. Aber gut, ich sollte mal hier aufs Hintergrund-Footage eingehen. Spray gefällt mir, also die Gischt, die von den anderen Fahrzeugen kommt, die könnte ein bisschen dichter sein, meiner Meinung nach. Oh, hier, vielleicht Kameraperspektive gefällt mir auch. Der virtuelle Spiegel gerade ist sehr, sehr dunkel, aber dafür sehen wir schon die verschiedenfarbigen Positionsleisten hier im Audi. Der hatte gerade eine blaue. Sehr, sehr schön, die Positionsanzeigen. 440 LEDs. Das sieht sehr schön aus, der Ferrari von hinten, ne? Sehr, sehr lecker. Naja, Spray von den anderen Fahrzeugen sieht auch ganz gut aus, aber ich glaube, der könnte noch ein bisschen dichter sein. Ich weiß nicht, welches Regensetting das hier gerade war, aber das ist auch egal, denn hier kommt das Video mit dem Tag- und Nachtwechsel, ebenfalls Spar, ebenfalls KI-Rennen. Und das ziehen wir uns auch nochmal schön rein. Und schön ist auch das richtige Stichwort, denn diese cinematischen Kinofahrten hier oder Kamerafahrten, das mag ich schon echt gerne. Vor allen Dingen, es sieht alles so stabil aus, es flackert nichts, die Schatten springen nicht, die Texturen flickern nicht. Das ist ein sehr ruhiges Bild, meiner Meinung nach. Okay, hier sieht man so ein bisschen gekrisselt in diesen, in dieser Rinne beim Curb. Das sieht man schon noch hinten, da wackelt irgendwas, da flickert eine Textur. Also, da müssen wir aber das Spiel dann abwarten und auch den Early Access abwarten. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal bewegte Fahne, die Bäume bewegen sich, der Schatten der Bäume bewegt sich auch. Also dadurch kann schon mal ein bisschen mehr Lebhaftigkeit auf die Strecken gezaubert werden. Aber ich glaube, es fehlt halt einfach noch an Streckenobjekten irgendwie, keine Ahnung. Okay, ist natürlich auch die Frage, wie viele Streckenmarshals gibt es? Die bei Gelb, auch eine gelbe Flagge, Wehen und so weiter. Das müssen wir alles sehen. So, und dann geht's hier los ins Footage. Wir haben, wenn wir oben links mal hingucken, 19.26 Uhr, also halb acht gerade. Und wir haben einen, 20-30-fachen Zeitfortschritt. Denn alle paar Sekunden vergeht da mal eine Minute im Spiel. Und dementsprechend werden wir hier gleich auch durch die Nacht gefahren werden. Wir sitzen wieder im 488 GT3. Und, die KI scheint hier wieder zu fahren. Und wenn ich mir so die Gas- und Bremsbewegungen vom Ferrari angucke, dann fährt da bestimmt ein Mensch, glaube ich, gerade. Aber naja, ist ja auch egal. KI-Thema hatten wir, wie gesagt, gerade schon. Oh, guck mal hier. Schickes Alcantara. Okay, das sieht echt geil aus. Und das kann die Unreal Engine, glaube ich, mega, mega gut. Oberflächen, Materialien, das Zusammenspiel mit Licht und diesen Materialien und Schatten und so weiter. Das ist, glaube ich, richtig schön. Und mir gefällt auch diese ganze Lichtstimmung, die hier mit dieser Unreal 4 Engine aufgebaut werden kann. Wir haben hier auch gerade die Reflexion vom eigenen Fahrzeug im Porsche gesehen. Das finde ich mega geil. Und, ich glaube, das kann prinzipiell eine schöne Sache werden. Jetzt haben wir hier einen Zeitsprung, eine Stunde nach vorne, 20.32 Uhr. Die Scheinwerfer der Fahrzeuge werfen so langsam Lichtkegel auf die Straße, auf den Asphalt. Und die Sonne steht immer tiefer, die Schatten werden länger. Die Rückfahrkamera sieht jetzt qualitativ sehr, sehr minderwertig aus. Das sieht so aus, als würde es da regnen gerade. So, und hier auch wieder diesen Schatten, den ich angesprochen habe, der mit dem Fahrzeug mitfährt. Guck mal ganz unten Bildschirmrand. Ich weiß nicht, ob man das sieht über die YouTube-Compression, bla, aber das wird hoffentlich noch gefixt. Aber das sind so kleine Politurgeschichten. Genauso wie der Ray sagte, dass im Hintergrund die Bäume, da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet gestern, sehr, sehr matschig wirken auf große Entfernung. Oh, hier schöner Sonneneffekt. Sehr schön. Dass die etwas matschig wirken auf großer Entfernung. Und ich glaube, solche Sachen, das kann alles noch getweakt, alles noch angepasst werden. Aber so das Grundsätzliche, die grundsätzliche Stimmung, die das vermittelt hier, nämlich genau sowas hier so in die Berge Belgiens reinfahren, wo so leichter Nebel drin liegt und so, das sieht schon echt geil aus. Und ich glaube, das kann richtig, richtig schön werden. Fürs Auge wird es auf jeden Fall geil und ich glaube, wenn die weiterentwickelte Assetto Corsa-Physik da reinbringen und da keinen großen Fehler machen, wird es auch fahrphysiktechnisch ganz geil. So, jetzt haben wir hier 21.45 Uhr und wir sehen im Rückspiegel die Positionsleuchte vom Mercedes, wir sehen die Reflexion der Scheinwerfer und der Rückleuchten auf dem Asphalt, wir sehen Schatten, die von meinem Scheinwerfer auf sein Auto auf die Wand geworfen werden sozusagen. Also der Schatten von seinem Auto ist auf der Wand und so. Auch schon ganz geil.
Außerdem haben wir jetzt einen bedeckten Himmel, so wie es aussieht. Ja, und ich freue mich wirklich drauf. Ich will nicht zu overhypen das Ganze, denn ich glaube, das, was mir bei Assetto Corsa 1 gefällt, jetzt haben wir nochmal Zeitsprung, 22.23 Uhr, ich glaube, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Rechts haben wir schon Feuerwerk gesehen und jetzt haben wir hier schon ziemlich nach. Zumindest, wenn wir in den virtuellen Spiegel gucken da oben, der ist komplett dunkel. Das muss bestimmt auch gefixt werden. Aber hier ist es auf jeden Fall 10:30, schon sehr tief in der Nacht. Und guckt mal, wie der Scheinwerfer vom Audi hinter uns, oder vom McLaren hinter uns, die uns blendet durch die Rückfahrkamera. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. Das blendet ja richtig und man sieht so einen Dreckeffekt, weil unser Helm nicht ganz sauber ist, oder was? 22.48 Uhr, Feuerwerk in Belgien. Okay, das sieht aber auch geil aus. Ich glaube auf jeden Fall, was mir bei Assetto Corsa 1 so gut gefallen hat, ist viele Fahrzeuge, viele verschiedene Strecken, gerade auch Mod-Support und so weiter. Du hast einen großen Spielplatz gehabt, um dich auszutoben, um zu driften, Straßenwagen und so. Und ich hier halt jetzt gerade nicht, und deswegen frage ich mich, ob ich so lange Spaß an dem Spiel haben werde, wie ich an Assetto Corsa hatte. Also, das müssen wir ausprobieren. Also, es wird ein geiles Spiel sein, um schöne Rennen, glaube ich, zu fahren, um regelmäßig auch geile Endurance-Rennen zu fahren und so weiter und sein Rating hoch zu pushen. Aber ob mich so krass fesselt wie Assetto Corsa, weiß ich nicht. Das müssen wir abwarten. Early Access Release ist im Sommer 2018, also ja, spätestens September oder so, denke ich mal, werden sie damit rausrücken auf Steam. Und das freut mich. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir haben uns das Gameplay angeguckt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sagt Bescheid. Und wenn ihr was geil fandet, was schlecht fandet, schreibt es in die Kommentare. Können wir darüber ein bisschen diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns heute Abend beim R-Factor 2 Launch Event, wo wir das Endurance DLC ausprobieren werden, zusammen mit dem Michel und zusammen mit vielen anderen YouTubern. Schaltet da also in den Livestream ein und ja, ne? Haut rein und so. Macht's gut. Tschüssi.